drücke hier einfach auf dem Workspace auf Plus, gebe dann ein Mesh und dann kommt schon Mesh Part. Drücke auf Mesh Part hinzufügen. Jetzt haben wir hier den Mesh Part und sehen hier unten rechts in den Einstellungen Mesh ID. Ich drücke einfach auf den Ordner. Dann öffnet sich ein Ordner. Bin jetzt schon mal hingegangen zu meinen exportierten Sachen. Sage dann, das Teil am Griff möchte ich importieren. Öffnen. Dann sagt er, es hat Location Data. Möchtest du die applyen? Und ich sage, ja, ich möchte sie applyen, dass alles an der richtigen Position ist. Drücken wir Yes. Und dann wird das Ding gleich woanders sein. Ist in Ordnung. Wir fügen jetzt noch einen Mesh-Part hinzu. So, wählen das Mesh-Part aus, gehen hier wieder auf den Ordner raus und wählen dann die nächste Sache aus. So, und das Ganze machen wir jetzt mit allen Sachen, die ich gemacht habe. Jetzt haben wir die ganzen Sachen importiert, die heißen aber immer noch alle Mesh-Part. Es wäre schön, wenn sie die Namen übernehmen würden, machen sie aber nicht. Deswegen kann ich hier weiß ich noch, das war das Leuchteteil, also kann ich so umbenennen. Wir drücken jetzt einfach mal F, dann gehen wir dorthin, wo das Schwert ist und wir sehen, das Schwert ist hier auch in seiner ganzen Blüte im Boden so ein bisschen drin und es sieht genauso aus, wie wir es gebastelt haben, nur dass es komplett grau ist. Wir wählen jetzt mal alle Sachen aus, die hier drin sind. Ich ziehe die mir hier raus, damit ich sie besser angucken kann. Ein bisschen hoch.